Heute zeige ich euch den Staubsaugerroboter D7, das Flaggschiff von Nitto. Hallo und herzlich willkommen bei Tink. Heute zeige ich euch den Staubsaugerroboter von Nitto, den BotBag Connected D7. Er ist 32x34x10 cm groß und wiegt 3,5 Kilo. Und wir schauen uns einfach mal an, womit er geliefert wird. Er kommt mit einem Netzteil und einem Ladegerät. Das am besten mit jeweils 1 Meter Abstand zur Wand aufstellen, da sich der Staubsauger in diesem Bereich bewegt. Dann haben wir ein 2 Meter langes Absperrband. Damit könnt ihr Bereiche festlegen, in denen der Staubsaugerroboter nicht fahren soll. Mitgeliefert wird außerdem ein Ultraleistungsfilter und Filter- und Bürstenreinigungswerkzeug. Und das ist das schöne Stück. Er hat eine Kombibürste für die alltägliche Reinigung und eine spiralförmige Kombibürste für den hartnäckigen Schmutz. Und mit 61 Watt Leistung ist er 16 Watt stärker als sein Bruder, der D5, und hat eine Lautstärke von 69 Dezibel. Der D7 ist ein smarter Staubsaugerroboter. Das heißt, ihr könnt ihn über die Sprachsteuerung steuern, also über Google Home oder Amazon Alexa. Ihr könnt ihn über die App bedienen und er funktioniert auch einfach so. Lässt sich ganz simpel installieren, einfach in eine Ladestation in die Steckdose stecken, dann könnt ihr ihn aufladen und er fährt ganz von alleine. Mit fast 900 Euro liegt der Nitto im oberen Preissegment. Dafür hat er aber echt coole Features. Er hat eine D-Form, was sehr praktisch ist, da er so sehr gut in den Ecken und Seitenleisten reinigen kann, also besser hinkommt als andere Staubsauger, die eine Kreisform haben. Durch seine integrierte Lasertechnologie kann der Nitto eine Karte von eurer Wohnfläche erstellen und sieht dann ganz genau, was er zu reinigen hat. Dadurch fährt er nicht wie herkömmliche Staubsauger kreuz und quer in der Wohnung herum, sondern eine ganz klare Strecke. Die könnt ihr dann in eurer App verfolgen und ihr seht ganz genau, wie viel Fläche der Nitto schon geschafft hat. Und wie ihr ihn in der App einrichten könnt, das zeigen wir euch jetzt. Ihr könnt euch ein Konto erstellen und euch registrieren und danach geht ihr auf Anmelden. Wir haben das jetzt schon erstellt. Dann könnt ihr den Roboter hinzufügen. Das ist der BotBag D7. Ihr habt hier ein kleines Video, in dem euch erklärt wird, wie das Ganze funktioniert. Ihr müsst einen Reset durchführen, das heißt, ihr schaltet ihn erst aus und dann wieder an. Da der Nitto Wi-Fi-fähig ist, müssen wir ihn mit dem WLAN verbinden. Und hier ist der Nitto. So, hier haben wir das Startmenü. Da können wir Start drücken. Da seht ihr, dass der Roboter fährt. Hier haben wir Pause, Stopp oder er kann eben andocken. Hier seht ihr, wie stark der geladen ist. Hier habt ihr das Hauptmenü, da könnt ihr zum Beispiel einen Zeitplan erstellen, zum Beispiel heute um 16 Uhr. Da könnt ihr dann den Modus einstellen, ob ihr es in Eco oder in Turbo haben möchtet und ihr könnt auch Extra Care einstellen. Der Nitto umfasst 0,7 Liter im Staubsaugerbeutel, das heißt, er schafft eine 90 Quadratmeter Wohnung in ungefähr 90 Minuten. Danach fährt er eigenständig zur Ladestation zurück, lädt sich auf und kann dann nach 2 bis 3 Stunden wieder neu starten. Und ist der Beutel mal voll, könnt ihr ihn ganz leicht wechseln. Wie ihr seht, geht das super schnell und ihr braucht keine neuen Beutel zu kaufen. Das heißt, ihr schont nebenbei auch noch die Umwelt. Damit ihr aber keine Angst um die Legos eurer Kinder haben müsst oder um die Fressnäpfe eurer Tiere, könnt ihr sogenannte No-Go-Zonen festlegen. Also Zonen, in denen der Staubsaugerroboter nicht fahren soll. Das könnt ihr entweder über materielle Linien festchecken oder, und das ist das ganz besonders Tolle am Nitto D7, ihr könnt sie virtuell in der App festlegen. Der Nitto ist für alle Fußbodenarten geeignet. Also egal, ob ihr Teppichboden, Holz, Laminat oder Fliesen habt, er reinigt alles. Achtung aber bei Teppichfransen länger als 10 cm, denn darin kann sich der kleine Staubsaugerroboter verfangen und sich alleine nicht mehr daraus befreien. Er schafft es, auch über Schwellen zu kommen, allerdings höchstens bis 1,5 cm. Wenn eure Schwelle höher ist, dann sieht er sie als Hindernis an, dreht sich um und fährt in eine andere Richtung weiter. Dank integrierter Sensoren stoppt er automatisch an Treppen und fährt dann ebenfalls in eine andere Richtung weiter. Dadurch müsst ihr keine Angst haben, dass er von eurer Treppe runterfällt. Das klingt ja alles ziemlich cool, aber was kann der Nitto denn jetzt eigentlich? Ihr habt hier einen praktischen Griff. Dann könnt ihr den Nitto einfach hochheben und ich würde sagen, wir lassen ihn direkt mal fahren. Ihr könnt einstellen, in welchem Modus der Nitto fährt. Ihr könnt den Eco-Modus oder den Turbo-Modus wählen. Im Eco-Modus ist er natürlich um einiges leiser, dafür ist er im Turbo-Modus viel schneller. Insgesamt befindet sich der Nitto BotBag D7 Connected zwar im oberen Preissegment, wir sind aber trotzdem überzeugt. Wegen der D-Form, wegen der integrierten Lasertechnologie und wegen der Smart-Steuerung ist er sehr einfach zu handhaben. Er reinigt effizient, verhältnismäßig leise und schnell. Und das war's für heute. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Schaut auf unserem Tink-Blog vorbei. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.